Auf der A4 an der Grenze zu Polen erweckt ein Kleinbus die Aufmerksamkeit der Bundespolizisten Robert Gandlau und Carolina Tittmann. Polnischen Kleintransporter nach Kudersdorf. Guten Tag. Ja. Bundespolizei, die Dokumente bitte. Nur das. Dürfen wir aber Passport? Ja. Passen. Nur ein Schülerausweis. Ach je. Warum das denn? Es war so ein Mitfahrzentrale Wagen, also hinten drin saßen dran Oma, Opa und ihr Enkelkind. Das war so ein 10-jähriger Junge. Der hatte nur seinen Schülerausweis dabei gehabt und jetzt ist halt das Problem in dem Fall, dass er ja ohne gültigen Ausweis über die Grenze gefahren ist. Ja. Da überlegen wir uns mal was. Ja. Kleinen Moment. Ein Schülerausweis ist international nichts wert. Die beiden Polizisten starten ihr Routineprogramm, denn auch Kindsentführung gehört gelegentlich zu ihrem Alltag. Wir machen jetzt erstmal eine Fahndungsabfrage von den Personen. Dann werde ich das Fahrzeug noch überprüfen, ob damit alles in Ordnung ist. Und ein Problem, was wir halt haben, dass da Opa und Oma für das Kind, was sie dabei haben, halt nur einen Schülerausweis, einen polnischen Schülerausweis dabei haben. Und es halt eigentlich kein gültiges Grenzübertrittspapier ist. Wäre wieder im Normalfall halt eine Ordnungswidrigkeit in Höhe von 25 Euro. Müssen wir mal schauen. Das ist jetzt auch so eine Geschichte, wo man abwägen muss. Die Großeltern haben den Kleinen wahrscheinlich übergeben bekommen. Die Mutti hat gesagt, hier sind die Dokumente dabei. Und wenn man dann reinguckt, ist es nur der Schülerausweis. Da kann man auch den Großeltern keinen Vorwurf machen. Und da haben wir gesagt, wir lassen es bei der mündlichen Verwarnung, dass sie wissen, wenn sie ihren Jungen das nächste Mal über die Grenze mitnehmen, müssen sie halt ein Ausweisdokument dabei haben. Das wäre schon mal geklärt. Jetzt überprüft Robert Gandlau das Fahrzeug. Nicht selten entdeckt er gestohlene Autos. Als Profi erkennt er Hinweise darauf bei jedem Modell. Es geht um Seriennummern, fahrzeugtypische Besonderheiten oder Details im Motorraum, die nicht ins Bild passen. Robert kennt sich da halt super aus. Der weiß genau, wo er gucken muss. Und wenn er es nicht direkt beim Fahrzeug sowieso schon weiß, wo er nachzuschauen hat, dann weiß er, wo es im Computer steht und so. Also der ist da unser Experte, wenn es um sowas geht. Und der überprüft das dann halt sehr genau. Offensichtlich hat Robert wieder den richtigen Riecher. Das eingebaute Navi passt nicht zum Fahrzeugtyp. Und, Robert hat halt gerade festgestellt, dass das Navigationssystem, was hier drin ist, nicht zu dem Fahrzeug gehört. Das heißt, wir bauen das jetzt aus und gucken uns die Nummer von dem Navigationssystem an. Ob das vielleicht in Fahndung steht, weil ja ganz viel auch Autoradios entwendet werden und dann halt logischerweise für weniger Geld im Internet angeboten werden. Und viele Leute denken dann halt, oh ja, es gab ja ein Schnäppchen, das kaufe ich mir. Und am Ende ist es doch gestohlen und da gucken wir mal nach. Die Aufklärungsrate bei solchen Diebstahlsdelikten liegt bei gerade mal 5%. Das soll besser werden. Deshalb gehen die Beamten jedem noch so kleinen Verdacht nach. Allein in Berlin verschwinden Jahr für Jahr 5.500 solcher Geräte. Aber auch der Hilfsrahmen, der ist sogar nicht festgeschraubt hier richtig. Also das ist schrottig eingebaut, ja. Ja, bitte. Komischer Scanner nimmt den auch als den Code, so wie er praktisch drin ist. Es bleiben Zweifel. Doch nachweisen kann Robert Gandlau einen Diebstahl hier nicht. Wir haben halt jetzt das in der Fahndung überprüft, ob das Gerät in der Fahndung steht. Und haben halt da keinen Treffer erzielt. Das sah aber auch original aus. Wir haben ja auch in der Vergangenheit häufig das, die Problematik, dass die natürlich auch wissen, dass die mitunter in der Fahndung stehen und die Aufkleber gefälscht werden und so. Das sah aber auch alles sehr gut aus. Hast du alles? Denk schon. Okay. Auf Wiedersehen. Ja. Trotzdem, die beiden bleiben stets wachsam. Mittlerweile ist es Abend. Doch gerade Illegale halten sich nicht ans Tageslicht. Da haben Kollegen sich gerade in der Leitstelle gemeldet, dass die vermutlich einen Aufgriff haben von einer Dame, die sich 3 Monate in Deutschland aufgehalten hat und jetzt unerlaubt ist. Die Kollegen haben die Frau bei einer Routinekontrolle in einem Reisebus entdeckt. Gerade solche Busse sind ein beliebter Behelf für illegale Grenzübertritte. Gerade von Polen nach Deutschland, nach Frankreich, Italien und so weiter fahren die ganzen Linienbusse. Was in Deutschland sich erst nach und nach entwickelt, war in Polen gang und gäbe gewesen. Und das ist halt das Günstigste, was man haben kann, wenn man bedenkt, dass man von Warschau nach Paris für ungefähr 80 Euro fahren kann. Von daher nutzen das ganz viele Leute, gerade unerlaubte Personen ohne Visa, ohne Reisepässe, die nutzen gerne die Busse. Da es sich um eine verdächtige Frau handelt, haben die Kollegen Carolina Tittmann dazu gerufen. Denn sollte eine körperliche Durchsuchung notwendig werden, müsste sie diese ausführen. Na,
Abend, hallo. Das ist komplett drüber. Ja, ist ja relativ eindeutig, ne? Die junge Ukrainerin und ihr knapp dreijähriges Kind halten sich seit etlichen Monaten illegal in Deutschland auf. Und wieder beginnt die Routine. Es war dann tatsächlich so, sie hatte ein polnisches Visum gehabt und hatte im Juni wieder ausreisen müssen. Also es war wirklich nur für 10 Tage im Juni gültig und hat sie halt nicht gemacht. Und von daher war der erste Verdacht, den die Kollegen hatten, hier ist jemand, der sich ungefähr 3 Monate unerlaubt in Deutschland aufgehalten hat. Nicht nur, dass es bei uns eine Straftat ist, ist logisch, aber sie wollte halt auch zurück in die Ukraine und müsste dann durch Polen durch. Und das ist ja dann auch nicht möglich, wenn das Visum abgelaufen ist, kann sie auch durch Polen nicht mehr durch. Die Reise von Mutter und Kind ist hier erstmal zu Ende. Jetzt geht es darum zu klären, wo die beiden die Nacht verbringen können. Haben die beide kein Geld? Hat die Mutter Geld? Gar kein Geld? Ein bisschen, ne? Finanzen? Wie viel? Euro? Ile djengi, skolko djenek, u was? Das sind 50, 60 Euro. Sie ist zwar eigentlich auf dem Heimweg, wir können die aber trotzdem nicht so einfach nach Hause fahren lassen, weil wir gegenüber Polen auch eine gewisse Verpflichtung haben, eben auch nach Polen nicht unerlaubt Personen einreisen zu lassen, wenn wir das feststellen. Und eine Ukrainer ist auch in Polen visapflichtig. Und wenn in dem Augenblick, wo die Person da kein Visum mehr hat, kein Schengen-Visum, wie gesagt, auch nicht nach Polen reisen darf. Sicher wäre es leicht, die Familie einfach weiterreisen zu lassen. Doch es handelt sich bei dem unerlaubten Aufenthalt um eine Straftat. Da dürften die Polizisten kein Auge zudrücken. Die Unterbringungsfrage muss jetzt noch geklärt werden. Also es kommt immer darauf an, wie viel Geld die Personen dabei haben. Das ist jetzt in dem Fall sehr wenig. Also die haben gerade mal 60 Euro. Damit würden sie vielleicht 3 Nächte irgendwo bleiben können. Das ist jetzt aber eher unwahrscheinlich. Von daher, für mittellose Ausländer in Deutschland ist die Ausländerbehörde zuständig. Das heißt, morgen früh werden sich die Kollegen mit der Ausländerbehörde in Verbindung setzen. Und die werden irgendwo hier im Landkreis für die Zeit einen Unterbringungsplatz für die Familie organisieren. Das funktioniert reibungslos. Die Familie kommt in einer nahegelegenen Pension unter. Gerade so wie in der Konstellation mit einem kleinen Kind und so, weiß man selber, wie es einem selbst in der Situation gehen würde. Das ist alles natürlich deutlich komplizierter und anstrengender, wie es halt wäre, wenn man dann allein wäre. Wo man sagt, ja, hier, man findet schon irgendwo ein Plätzchen, wo man sich hinlegt, wo man halt die 1-2 Tage rumbekommt, ist mit einem kleinen Kind natürlich problematischer. Kümmern wir uns natürlich dann auch darum, dass solche Leute halt untergebracht werden. Am Ende wird die Frau mit ihrem Kind erst 3 Tage später, ausgerüstet mit gültigen Papieren, weiterreisen können.